Ein wunderschönen Kirchenhuber, Folge 79. Yay! Ja, es ist schon 10 Minuten nach 20 Uhr, aber das lag daran, scheiß Kabel, geh weg hier. Das lag daran, dass ich es geschafft habe, bis jetzt gerade eben vor 3 Minuten, so weit zu kommen, dass wir uns Alabaster holen können. Ich habe einfach mal komplett Ketmir komplett übersprungen. Digga! Hat mich auch einiges gekostet, ne? Also man sieht hier auch schon, okay, sieht man jetzt nicht mehr, die sind mittlerweile schon zurückgesetzt. Aber ich habe ganz schön mit den Skills gearbeitet die ganze Zeit. Aber es hat funktioniert. Da kannst du nichts gegen sagen. Ja. Was ist hier los? Warum ist hier so? Danke dafür. Okay, erstmal gucken, was hier abgeht. Get nothing, aber klar. Sehr schön. So, okay, das heißt, wir machen als allererstes das Einzige, was sinnvoll ist. Und gleich noch eine hinterher. Sehr schön. So, ich weiß jetzt nicht, wie viel das mittlerweile bringt, aber ich bin komplett wahnsinnig. 10%? Jetzt ist schon 10%? Dann wird es gleich wehtun. Mache ich alle mit einmal? Ich mache erstmal ein bisschen, ne? So. Gucken wir schon mal. Und schon macht er 96%. War doch klar. Das sieht doch schon wesentlich besser aus. Okay. Das heißt, Monster AD. Ja. Auch der Boss hat keine Chance mehr. Sehr schön. Dann können wir es nämlich langsam. Ach, wisst ihr was? Komm, ganz ehrlich. Nein. Da. Wir geben dir gleich mal hier ein paar mehr. Leider gibt es ja nicht so eine Taste, womit man gleich mehrere so machen kann, ne? Also so gleich 10 Stück mit einmal oder so. So, wir geben mal 50 Stück. Oder erstmal 40. Ich würde nämlich hier vorne gerne auch noch ein bisschen was hinpacken, damit wir einen leichteren Einstieg haben. 5. Natürlich klar, er nimmt wieder bei den Falschen ab. Okay, jetzt hat alles geklappt soweit. Ach, mein Hecker. Ach komm, ey, ist doch jetzt nicht dein Ernst. Er klappt erst hier alles, bevor er hier überhaupt mal was anfasst. Alter. Oh, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1. 1. Geht doch. Boah, also manchmal, ne, ist das hier ganz schön. Danke dafür. So, dann können wir uns nämlich schon mal gefasst machen darauf, Level 2000 zu knacken. Ich glaube mal, das schaffen wir in dieser Aufnahme jetzt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber es sieht gut aus. Es sieht tatsächlich gut aus. Digga. Geil. Okay. Wie sieht's hier aus? Achso, Quatsch, nee. Wie sieht's hier aus? Ja, eben. Nee. Was mache ich hier gerade? Ja, wir kriegen mittlerweile 6 Mille. Aber ist klar, bei Level 2000. Also, wir bekommen 4 Mille, haben dann zusammen 6 Mille. So mache ich das jetzt gerade. Ist schon krank geil. Das heißt, ich muss mal gucken. Also, viel weiter kommen wir nicht mehr. Alleine der Sprung von Ketmir auf Alabaster hat mich jetzt gerade, ja, weiß nicht, gute 2 Stunden? Ja, so fast. Also, ne, auf jeden Fall mehr als 1,5 Stunden gedauert. Und war schon Qual. Wie gesagt, ich musste hier mit den ganzen Skills die ganze Zeit arbeiten. Klar, zuletzt natürlich nicht mehr die hier unten, damit die hier fürs Let's Play wieder zur Verfügung stehen. Auch das hier war eigentlich eher ein Unfall. Ne? Ich mag es ja eigentlich eher, wenn im nächsten Let's Play, abgesehen von dem hier, wieder alles zur Verfügung steht. Aber gut. Ja, das heißt, wir werden es bei Alabaster tatsächlich erstmal bleiben. Gucken, wie weit wir mit ihm kommen. Und ja, dann werden wir tatsächlich doch erstmal wieder ascenden. Und dann haben wir, ja, mal gucken, also bis jetzt, wie gesagt, schon 6 Millionen. Vielleicht sogar schon 7 Millionen oder sogar schon noch mehr. Ne, weiß man ja nicht.
Oh, Alter, deine Schatzkiste, ich denke gleich 10-mal Gold. Wuhu, das hat gesessen. Increase Alabaster bei 100%, ja. Boah, Alter. Ja. Digga, sogar ohne Insta-Kill geht der Backend wieder zurück. Okay, ich schätze mal, das hält eine Weile vor. Da brauchen wir uns gar nicht mehr kümmern. Das gefällt mir. Ja, und dann müssen wir uns nämlich überlegen, wie wir hier weitermachen. Die Sache ist, damit die einen merklichen Aufschwung haben, muss man sie immer mindestens verdoppeln. Das Problem ist, dadurch, dass die alle schon Level 1000 sind, müsste ich, um sie merklich zu verbessern, jeweils um 1000 Level, ne? Leveln. Und 1000 Level leveln ist leider levelig teuer. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Ja, 1,5 Millionen pro Bastard. Das heißt, selbst mit 6 Millionen können wir bisher nicht mehr als 3 hochleveln. Ich meine, ich würde mich dann natürlich auf die drei wichtigsten konzentrieren. Das heißt, zum einen hier Gold von Treasure Chest. Diesen Deppel hier. Und dann hier natürlich unseren kritischen Typen. Ganz klar. Die Frage ist, ob wir so dann tatsächlich über die Runden kommen. Den Click-Damage allgemein erhöhen, weiß ich nicht, ob das, also wie viel das denn bringen würde, mal so gesagt. Und auch bei denen hier unten bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das tatsächlich auf ihn setze oder tatsächlich doch eher auf ihn setze. Weil das Problem ist, wenn man sie mal braucht, lassen sich diese Schatzkisten meistens nicht sehen. Deswegen, um schnell voranzukommen, ist es immer so ein bisschen blöd. Da wartet man immer vergeblich. So. Den hier unten, das hoch erstmal komplett raus. Wobei er sich mittlerweile auch schon wieder fast lohnen würde. Oh nee, doch nicht. Obwohl, nee, 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 halt. Wenn ich ihn auf Level 500 setze, dann würde er gerade mal so, naja, ich sag mal, wenn man noch mit ein bisschen Steigerung rechnet, naja, so 2 Mille, mehr als 2 Mille auf jeden Fall. Die Frage ist, wie viel bringt das? Also, alle 100 Level kriegen wir 6, also 1600 zurück. Das heißt also, bei 300 Zuwachs wären es 4800. Wir würden ihn also nicht mal auf das Doppelte heben. Da bräuchten wir alleine schon dafür 400 Level dazu. Das ist ja ein bisschen blöd. Tja. Dann könnten wir natürlich auch noch den hier überlegen, ob wir da was reinstecken. Der wird aber auch extrem teuer. Das heißt also, ja, er braucht jetzt schon 7 Millionen. Ne, 700.000. Das heißt, um ihn zu verdoppeln, ne, bräuchten wir weit mehr als 2 Millionen. Weit, weit mehr als 2 Millionen. Weil der steigt ja, ne? Steigt ja im, ne? Also nicht ganz im Quadrat, aber auf jeden Fall logarithmisch. Und damit wird er auch arschteuer. So, dann könnten wir auch tatsächlich mal gucken, ob wir hier eins von diesen Viechern erhöhen. Die kosten pro Level. Also, um sie auf Level 1000 zu bekommen, also das letzte Level. Na genau, das letzte Level würde 1 Million Heroes Souls kosten. Wenn ich jetzt alle um 5 Level leveln würde, würde das letzte Level, das 20. Level, ja 2 E20 kosten, 2 hoch 20 kosten und damit 1 Million. Das heißt also, da dürften wir auch Maximum ein aufleveln. Und gerade bei 5 Level, das bringt halt einfach kaum noch was. Weil das, was sie uns bringen, bleibt ja gleich. Das ist ja linear. Ne? Das heißt, der Preis explodiert quasi, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, wie gesagt, ne, im Quadrat. Aber der Nutzen, der ist dann, also ich weiß nicht, das wären ja 20%, das heißt also, wir würden von 300 auf, also von 350 auf ungefähr 450 kommen. Und das für 1 Million Hero Souls, das ist ein Witz. Das ist echt ein Witz. Von daher. Vielleicht doch nicht so die beste Idee. Also bleiben wir tatsächlich erstmal dabei, dass wir hier uns um die kümmern, die schon
schon hochgelevelt sind, dass wir die noch höher leveln quasi. Da wäre halt nur die Frage, wen. Wie gesagt, 6 Millionen Hero Souls hätten wir. Wir könnten also mit Schmerzen 3 hochleveln. Gold von Treasure Chest ist so, naja. Auch das bringt nicht so viel. Ich meine, ob ich schon auf eine Treasure Chest warte oder auf 2 Treasure Chests, das bringt dann im Endeffekt auch nicht so viel. Weil es ist ja quasi einfach nur noch. Das ist ja bloß eine Verdopplung, ne? Das hier könnte tatsächlich schon was bringen, weil jeden doppelten Schaden zu machen, das würde halt bedeuten, dass ich tatsächlich halt auch weiterkommen, aber bringt auch nicht so viel mehr. Ist halt einfach nur verdoppeln, bringt halt tatsächlich kaum was. Ach Gott. Naja, wir kommen langsam echt in den Bereich, wo es teuer wird. Das Einzige, was wir mal machen könnten, ist erstmal auf dem Niveau zu bleiben, dass wir sagen, dass wir also praktisch sagen, okay, wir bleiben erstmal auf dem 2000er Level, also auf dem, ne? Bis Level 2000 und ascenden halt dafür ein paar Dutzend Male. Deshalb hatte ich darüber erstmal eine Menge Hero Souls bekommen, die wir dann halt einsetzen können, um auch mehr als 1000 Level zu kaufen. Das Problem dabei ist, eine Ascension, alleine das Durchschreiten der ganzen Level bis Level 1500, dauert mittlerweile fast, keine Ahnung, also mehr als 2 Stunden, knapp, ja, könnten sogar 3 Stunden sein. Das heißt also, jede Ascension dauert eine ganze Stunde. Halt nicht. Nee, eine ganze Folge knapp. Das heißt also, ja. Wir werden eine ganze Weile damit beschäftigt, erstmal nur noch zu ascenden. Müssen wir mal gucken, ob das so gut ist. Ansonsten wäre das jetzt vielleicht auch langsam der Moment, dass wir von den Folgen heruntergehen könnten. Dass ich halt pro Tag nur noch eine Folge bringe, weil 3 Folgen bringt denn halt auch nichts mehr. Ist ja nicht mehr so wie halt vor, ne, bis Level so 1000, da war es problemlos möglich, pro Folge ein paar Ascensions zu machen, sodass es dann auch wirklich was viel Neues gab. Aber jetzt mittlerweile, wie gesagt, eine Ascension mindestens 3 Stunden, so grob angesetzt. Wie gesagt, bis Level 1500, wir müssen ja bis 2000. Und dann ist definitiv eine ganze Folge drauf. Ich quatsche schon wieder so viel, weil ich nicht weiter weiß. Was tun wir nur? Was auch eine Möglichkeit wäre, ich guck mal nach Kumpel. Ach nee, das ist auch einer, der jedes Level doppelt so teuer wird. Das heißt, bis Level 15. Du kriegst pro Level ungefähr nicht mal 0,1 Monster. Das heißt, rechnen wir mal mit 0,1 Monster, dann hätten wir also im 15 Level gerade mal 1,5 Monster plus die 0,3 Monster Ausgangsbasis, die hier oben, die da oben, bei da. Also hier die grüne Schrift ist das schon, ne? 0,3 Monster. Ist ja die Grundbasis und dann pro Level halt 0,1 dazu. Das heißt also, ihn auf Level 15 zu bringen, würde gerade mal 1,8 Monster ersparen. Damit wird die Ascension zwar schneller, aber kaum merklich. Heißt also, auch das lohnt sich erst, wenn wir ihn wirklich auch gut hochleveln können. Es ist alles so arschscheiße teuer. Oh, gleich haben wir Level 2000 erreicht. Oh my goodness. Aber wollen wir mal hier ein bisschen Gas geben? Oder mal gucken, was hier eigentlich ansteht? Mal ein bisschen hochleveln, ne? Danke. Oh, boah, Alter. Na, aber gut, haben wir gut verpennt hier gerade. Level 2000, ich komme. Wuhu. Ja, ladies and gentlemen, das neue Millennium steht an. Das Jahr 2000. Oh my goodness. Oh mein Gott. Boop. Sehr schön. Alter, ich sehe dich.
Arschgeburt, du Nuttenkind, Kanacken, Fotze, Dreck, Arsch, Fotze, Arsch, Arsch. Was weiß ich überhaupt gerade für Ding? Level 2000, ne? Ja, Bizon 2000, genau. Macht doch Sinn. Alle 200 Level gibt es ja hier so ein Ding. Aber wenn ich mich jetzt nicht gerade getäuscht habe, stand da gerade mit Nix Ascension 68.000. Könnte doch hinkommen. Naja, wer weiß das schon. Ja, damit haben wir endlich mal Level 2000 geknackt. Haben aber auch nicht merklich dazu bekommen. Deswegen, also, es wird jetzt halt einfach zu träge. Von daher würde ich mal sagen, Level 2000 ist eine geile Sache. Und daher machen wir an der Stelle auch erstmal Schluss. Und machen eine neue Ascension. Yay! Schnauze da draußen. Und jetzt ist halt die Frage, wisst ihr was? Ich mache eine Hybridlesung. Ich erhöhe nicht 3 um 1000 Level, sondern ich erhöhe alle um 500 Level. Ich glaube mal, das kommt dann unterm Schnitt am besten mal raus. 5, so. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wisst ihr was? Hier, ihr auch. Damit ich die auch mal wieder einen Aufstoß habe. Wobei es nachher teuer wird gerade. Ich lasse mal auf Level 1000. ja, okay. Jetzt habe ich aber alle hochgelevelt, ne? Bei Level 5. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, hat nämlich doch schon ganz schön viel gekostet. So, ja, was willst du von mir? Also, ja, Collector's Edition. Dann klickst du doch, du Collector. Damit. So. Übrigens gibt es einen ganz witzigen Trick. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber, Idle, ne? Ist so eine ganz witzige Sache. Wir haben das Fenster. Ne? Wir haben hier, also, wir haben hier Browser. Nichts. Wir sind da, die klicken können. Keine Heroes, kein gar nichts. Wir haben Autoklicker, die sind aber da. Das heißt, niemand, Bezug auf niemand, kann irgendwas machen. Siehe da, wir haben 0 Damage pro Sekunde. Niada, niente, gar nichts. Ja? Also, jeder intelligente Kopf würde jetzt denken, okay, Ronny, wenn du machst keinen Schaden pro Sekunde, dann tust du auch kein Machen Schaden pro Minute. Und erst recht nichts machen, Schaden pro Jahr. Aber, wenn ich bin schlau und sage, ich spende mal den Browser, bam, ja, ich bin jetzt so frei. Und jetzt sage ich, ich gehe Kaffee trinken, ja, so 3 Jahre später, und komme dann wieder an, nach 3 Jahren, Kaffee trinken, es dauert zu lange, ja. Ich bin ein seniler alter Sack. Und dann erstmal merke, dass der Rechner ganz schön ausgelastet ist. Scheiße. Wow. Das sind nicht mal lange Öffnungszeit. Und dann sage. Genau, falsch rum. Und dann sage. Genau, falsch rum. Und dann sage. Klicker Heroes. Goddammit. Was ist das überhaupt für ein Link? 0-Spinne-Strich Klicker Heroes. Okay, Internet ist gerade auch am Sterben. Machen wir alle pausieren. Ja, ich mache im Hintergrund gerade eine ganze Menge. Man möge mir verzeihen, aber ich hoffe, mein Rechner stirbt nicht. So, ja, und jetzt starte ich das Spiel wieder. Jetzt ratet mal, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich gebe euch einen Tipp, es hat nichts mit nichts zu tun. Noch ein Tipp, es ist genau das Gegenteil passiert von nichts. Und noch ein Tipp, es ist komplett, ich frage mich, wie das geht, passiert. Ja. Na komm, Gebiet. Spielen. Play the game. So. Tada. Wir haben 15 Zonen geschafft. Wir haben 15 fucking Millionen Monster erledigt. Ohne dass wir Damage gemacht haben.
wie zur Hölle geht das? Und nein, es liegt nicht an irgendwelchen Agents, es liegt nicht an irgendwelchen Transaction, weil dieses Phänomen tritt auch auf, wenn du das Spiel zum aller fucking ersten Mal öffnest. Ja? Finde ich witzig, ist ganz geil, weil damit können wir nämlich jetzt direkt, obwohl wir noch idle sind, haben wir praktisch schon Monster und können praktisch, ohne dass wir jemals was geklickt haben, schon diverse Viecher kaufen. Ich finde es ultra skurril, aber es ist halt so, und wenn es uns das bereits anbietet, dann nutzen wir das natürlich auch gerne. Ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, woran das liegt, ob das so gewollt ist, müsste ich mich mal im Forum belesen, also im Wiki. Ja, aber seltsam. Tatsächlich seltsam. So. Jetzt haben wir schon die ersten 20 Ebenen geschafft. Sehr schön. Das ist so bescheuert. Das ist echt bescheuert. Aber so. Okay. So, während der Zeit kann man schon mal hier weiter gucken, ob wir hier noch was Sinnvolles machen könnten. Wir haben ja noch ein paar Hero Souls. Aber mir würde tatsächlich erstmal so direkt nichts weiter einfallen, was hier noch Sinn ergibt. Außer Dini vielleicht, 100 Level. Es bringt aber halt einfach nichts mehr. Nee, komm. Lassen wir so. Komplett so wie es ist. Bleibt alles so wie es ist. So, danke. Gib mir den nächsten. Und übrigens, ja, das funktioniert natürlich auch, wenn ihr nichts habt, also wenn ihr das Spiel startet, dann einmal geht auf Speichern und dann das Gespeicherte wieder importiert. Dann habt ihr auch auf einmal was. Weil ist ja quasi auch einfach wie ein erzwungenes Schließen und Neuöffnen des Spiels. Ja, nein, ich wollte auf X drücken, du Arsch. Ja, finde ich witzig. So. Sind wir hier schon wieder bei Amenhop? Sehr schön, das Ganze. Ne, weil deswegen wollte ich nämlich jetzt auch die Idlen machen. Ich weiß nicht, wie viel würde es kosten, wenn ich die jetzt auch noch auf Level 500 hebe? Ich traue mich irgendwie nicht, aber ich weiß halt auch nicht, ob das Sinn macht und wenn ja, wie viel. Ne, ich lasse sie erstmal auf Level, auf Level 1000. Sollte reichen. Sollte aber sowas von, ne, sonst gibt es hier gleich mal links und rechts. Und zwar im Dualpack. So. Abaddon. Geht doch mal gerade. So, hallo. Ich hasse dich. Du gottverdammter Kuhlensohn. Ach, leck mich doch. Nee, ich hasse dich jetzt auch. Ich wollte genau so machen, dass diese Kante hier, ja, genau auf dieser Kante hier ist. Damit quasi das Blatt hier perfekt so ist, dass man das obere Blatt nicht mehr sieht. Genau so. Arschlich, Alter. Da darf man hier nicht mal seine psychischen Krankheiten ausleben. Ernsthaft. Ach ja, wir haben hier noch ein paar Dinger. Open All. Und schon haben wir wieder alles. Ja, das war doch klar. Alles völlig so wieder nicht. Aber wenn wir jetzt so viel Auswahl haben, dann sollten ja jetzt auch die richtigen. Ah, nee, er schaut wieder hier unten. Gottverdammter Hurensohn. Lass ich alles so, ne? Bevor hier die Welt im Chaos zerbricht. In Chaos herbricht klingt irgendwie, ich weiß nicht, klingt irgendwie nicht so richtig. Eins, zwei, drei. So. Danke. Wobo. Amen, hopp. Amen, hopp. Ali, hopp. Ali, hopp. Ali, hopp. Ali, hopp. Ali, hopp. Hopp, hopp. Du machst jetzt sofort deine Mathehausaufgaben. Hopp, hopp. Komm mir gerade vor, so wie, weiß nicht, wie Bibi Blocksberg. Ich bin die schönste Frau der Welt. Hip, hip. Hurra. Nee, wie hat die gesagt? Keine Ahnung. Doch, hip, hip, ne?
Keine Ahnung. Hab so lange schon Bibi Blocksberg mehr geguckt. Gott, ja. Wobei ich zugeben muss, Bibi Blocksberg habe ich das jetzt tatsächlich nicht geguckt. Nein, so verrückt bin ich dann doch nicht. Aber ich habe tatsächlich. Ah, nee, sage ich lieber nicht. Nee, komm. Denn, ja. Werde ich so gespürt auf ganz YouTube. Wahrscheinlich. Wobei, ganz ehrlich, fuck off. Nee, ich habe damals diverse Mädchensendungen geguckt, wie zum Beispiel Wedding Peach, Shandy Kamikaze, Diebin und Sailor Moon. Und ja, wobei ich sagen muss, Wedding Peach geht tatsächlich sogar. Es war völlig über... Also gut, alle drei Sendungen, die ich gerade gesagt habe, sind völlig übertrieben. Aber Wedding Peach geht tatsächlich... Naja, nicht wirklich. Nee, aber gerade Gianni Kamikaze Demon kann man sich echt geben. Also, ne? Gianni Kamikaze Demon ist so, da geht's praktisch so, ja, müsst halt gucken. Sagt ja eigentlich schon der Name, Gianni Kamikaze Demon, ne? Jeder, der Geschichte kennt und ein bisschen über Tellerrand geguckt hat, weiß, was damit gemeint ist. Aber, wie gesagt, auch die Verfilmung als Anime ist tatsächlich cool. Ist geil. Vor allen Dingen der Plot-Twist später. Ich werde jetzt nichts verraten, ne, wegen weil Spoiler und so, ne, aber der Anime hat einen extremen Plot-Twist. Ja, und Sailor Moon ist so eine Sache, habe ich damals eigentlich nur geguckt, weil ich quasi, wenn das im Fernsehen lief, halt mitgeguckt habe. Ja, früher als kleines Kind habe ich noch Fernsehen geguckt. Da haben wir immer so Familienamt gemacht und alles zusammen Fernsehen geguckt und da habe ich natürlich auch mitgeguckt, klar. Und von daher kannte ich Sailor Moon schon. Von daher kannte ich auch Powerpuff Girls. Ich bin so raus, Alter, ich bin so raus einfach. Nee, aber Sailor Moon ist tatsächlich so eine Sache. Sailor Moon ist ultra kindisch. Aber wenn du dich drauf einlässt und es einfach mal auf dich wirken lässt, dann ist die, ja, ich sag mal, die Message dahinter eigentlich so gut durchdacht und kommt halt so gut rüber, dass du das Sailor Moon, wenn du dich drauf einlässt, wohlgemerkt, tatsächlich geben kannst. Und das trifft auf extrem viele Kinderserien zu und auch auf Mädchenserien. Also, ne, Sachen wie halt Sailor Moon, wo, ich meine, der ist ja nicht nur Kinderserie, sondern auch im Kindesalter eigentlich eher für Mädchen gedacht, ne? Aber wie gesagt, kannst du dir tatsächlich, wenn du dich drauf einlässt, auch als Junge und auch im hohen Alter geben. Also spricht überhaupt nichts dagegen. Nur halt, du hast halt erstmal immer so einen Abschreckmoment, ne? Ich meine, wenn du Sailor Moon startest und gerade die ersten Staffeln, die sahen halt auch noch ultra verspielt aus. Aber wenn du das natürlich anguckst, dann schreckst du erstmal zurück, ist klar. Aber wie gesagt, wenn du es halt so nebenbei immer guckst, weil du andere Sachen guckst und dich dann dadurch irgendwann darauf einstellst, oder dich halt erstmal drauf einlässt und sagst, gut, okay, drei Wochen Folter, die erste Staffel zwinge ich mir praktisch auf, dann kannst du damit tatsächlich auch so, ne? Und wie gesagt, die Message stand das echt geil. Vor allem Sailor Moon, eines der größten Animes in Deutschland, in Bezug auch auf die deutsche Synchro allgemein, vor allen Dingen aber auch auf die Lieder. Also die Lieder von Sailor Moon sind allesamt komplett Ohrwürmer. Ist nicht nur bei Sailor Moon so. Ich weiß, es gibt auch noch eine Menge andere Animes, die gute deutsche Lieder haben. Aber Sailor Moon ist halt wirklich einer so der ersten Anime, die damit so ganz, ganz dolle groß geworden sind. Ja. Übrigens über Sailor Moon, oder ja doch, durch Sailor Moon bin ich ja auch auf dieses ganze Magical Girl Suicide gekommen. Magical Girl Animes. Und darüber, dadurch natürlich auch auf Pearl Magi Madoka Magica. Und Magi Madoka Magica ist sowas von arschgeil. Das hat schon mit Kinderserien gar nichts mehr zu tun. Also bitte, ne, gebt euch. Aber seid auf verstörende Momente, und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern wirklich positiv, auf verstörende Momente gefasst. Es haut einem tatsächlich teilweise weg. Ja, weil nämlich Pearl Madoka Magica tatsächlich eine eher der düsteren
Magical Girl Animes ist. Anders als Sailor Moon. Sailor Moon ist halt komplett family friendly. Da kannst du in wie eine Altersgruppe gucken. Und es gibt aber halt auch welche, die gehen tatsächlich teilweise echt. Naja. Nicht so schön. So, jetzt haben wir ihn mittlerweile schon fast auf Level 333. Können wir schon wieder fast auf Gladnet umsteigen. So, und jetzt würde ich mal sagen, ich habe auch lange genug gequatscht. Ja, viel mehr als jetzt hier hochleveln, kommt ja auch nichts mehr. Von daher würde ich mal sagen, das war's. Ja, in dem Sinne dann bis morgen früh. Und dann bin ich mal gespannt, wer von euch allen bis morgen früh von Sailor Moon alle 200 Staffeln durchgeguckt hat. Keine Ahnung, wie viele Staffeln es mittlerweile von Sailor Moon gibt, aber Sailor Moon wird immer noch fortgesetzt. Vor allem kam ja vor kurzem auch Sailor Moon Crystal raus, eine komplette Neuauflage von Sailor Moon. Und allein daran merkt man schon, wie riesig dieses Franchise darum ist. Also, wer schon dachte, One Piece und so hat ein riesiges Franchise. Sailor Moon ist einer der ersten Animes, die im Deutschen so richtig durchgestartet sind. Und auch nach wie vor einer der stärksten überhaupt. Also, da ist noch lange kein Ende in Sicht. Ja, in dem Sinne, schau mal vor.